shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe einen neuen Outfit-Glitch für euch, und zwar wie ihr fast jedes spezielle Outfit, was es so in GTA 5 online gibt, wie ihr euch das speichern könnt. Es funktioniert nicht mit jedem Outfit, aber mit fast allen Outfits. Also somit könnt ihr die Handschellen aus dem zweiten Heist-Finale, also aus dem Gefängnisausbruch, den könnt ihr speichern. Ihr könnt euch fast alle Outfits aus den Gegner-Modis speichern. Das Polizei-Outfit, das Müllmann-Outfit, die Geldtasche aus dem fünften Heist, aus dem Finale. Also wirklich fast alle. Ich habe jetzt leider nicht alle probiert, um jetzt nicht genau sagen zu können, welche gehen und welche nicht. Das müsst ihr einfach selber probieren. Ich kann nur eins sagen, das Werwolf-Outfit aus Bestie vs. Schlitzer, das funktioniert nicht, weil es geblacklistet ist. Und das Outfit aus der Landezone funktioniert auch nicht, weil ihr im Interaktionsmenü nicht auf eure Accessoires zugreifen könnt. Aber sonst, ich habe es mit einigen probiert, es klappt wirklich mit fast allen, wo ich es probiert habe, außer mit dem, wo ich jetzt erzählt habe, weil es in meiner Meinung nach auch die interessantesten sind, da hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Ich zeige euch am besten gerade mal an dem Sumo-Gegner-Modus, wie das Ganze funktioniert. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, die Founder von der Methode, die ganz speziellen Outfits in den Online-Modus reinzubringen, das war Chicken Tomate XXL, World Finest Gamer, Fraps und Snake. Deren Links sind unten in der Videobeschreibung, auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, wie schon gesagt, ich habe das Ganze mit dem Sumo-Gegner-Modus ausprobiert, weil da sind auch so spezielle Outfits dabei, die man jetzt so nicht kaufen kann. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen interessant für euch. So, ihr müsst einfach nur den Gegner-Modus Sumo starten oder halt den anderen, da wo ihr halt das Outfit haben wollt. Und dann, wenn der Job dann gestartet ist, geht ihr einfach nur unter euer Interaktionsmenü, Accessoires, geht es dann runter auf Motorradhelme, drückt da dreimal X, dann geht es hier auf Flugzeughelm und drückt auch dort dreimal X. Danach verlässt ihr das Interaktionsmenü, geht auf euer Handy und verlässt einfach ganz normal mit Viereck und X diesen Job. Danach landet ihr ganz normal im freien Modus und habt dieses Outfit an. Wenn ihr das dann habt, dann geht ihr einfach zum nächsten Bekleidungsgeschäft, geht an die Theke, zu der netten Thekenfrau, und speichert dann das Outfit ab. Und dann habt ihr das Outfit auch. Ich zeige es euch gerade mal in diesem Beispiel hier. Zack, zack, zack. Und da habt ihr es wieder. Ist doch geil. Das könnt ihr theoretisch mit wirklich fast allen Outfits machen. Und ja, ich würde mal sagen, das ist im Moment, glaube ich, die einfachste Methode, um die ganzen Outfits zu speichern, die ihr noch haben wollt, die euch in eurer Sammlung noch fehlen. Also würde ich euch empfehlen, das noch relativ schnell zu machen, bevor Rockstar es patcht. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ach so, was ich noch sagen wollte. Das Abo-Zocken war gestern. Also ich fand es richtig geil. Klar, zwei, drei Leute sind aus der Reihe geflogen. Oder aus der Reihe getanzt und haben die Leute umgebracht. Ah, mein Gott. Die sind dann relativ schnell auch wieder gegangen worden. Und danach hatten wir wieder unsere Ruhe. Schade, dass der Glitch nicht funktioniert hat. Ich hätte es mir gewünscht, dass der Glitch funktioniert. Aber ja, ich wusste ja vorher auch nicht. Ich war alleine, als ich ihn gefunden habe. Wir haben es getestet, ging nicht. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video darüber machen. Vielleicht findet jemand anders darüber noch irgendeinen Lounge-Glitch, den kann er ja gerne hochladen. Es wird auf jeden Fall darüber noch ein kleines Video kommen, denke ich mal. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bin an der Stelle jetzt raus und wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, ciao.